Das ist, glaube ich, ein Pokalspiel gewesen, ne? Darko Jorgic, Patrick Franziska und Cedric Njutic gegen Walter Apollonia und Wang Xi. 8 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten. Und dann fangen wir mal damit an. Das erste Highlight-Video hier. Ich habe davon nämlich noch gar nichts gesehen. Ja, gucke auch im Moment nicht so viel regelmäßig TTBL und heb mir das dann halt auch schon mal gerne hier für die Streams auf. Jorgic gegen Wang Xi. Ich habe gestern noch mit Darko Jorgic geschrieben. Oh ja. Und ich bin nämlich von Tipa und dem Verein Saarbrücken eingeladen worden, am 2.12. da mal vorbeizukommen. Oh, und er hätte cool kommen können. So. Ja, Darko Jorgic spielt einfach so geil. Mit seiner Rückhand. Also, dass er aufspringt. Oh. 5-1. Und da haben sie wirklich auch was gemacht an der Aufnahme, ne? Also vorher war das viel, viel weiter weg. Schön, dass sie ein bisschen näher rangegangen sind. Selbst wenn die digitale Anzeige oben links jetzt ausfallen sollte, sieht man noch immer die analoge Anzeige links vom Schiedsrichter. Finde ich gut. Und das ist halt auch noch eine Kameraeinstellung. Die ist, so ist super. So sieht man alles. Acht Satzbälle zum ersten Satz für Darko Jorgic. Boah, und ich habe ja zuletzt mal so ein Einschätzungsvideo gemacht vom WTT. Oh, das spielt da okay, ganz, ganz stark. Also, da habe ich mich aber mal richtig verschätzt, ne? Dass Darko Jorgic im Finale nicht gegen Karlsson spielt und dass Jorgic auch noch verliert. So, jetzt passt ja alles. Der was ich wohl auch ein bisschen bemängeln... Boah, das ist schon ganz geil, ja. Das ist halt natürlich bärenstark. Boah. Oh, da geht der mit dem Körper mit geschlossenem Schlägerplatz. Aber sowas von nach vorne. Junge, Junge, Junge. Da schon wieder. Da ist so ein Druck hinter. Oh ja. Super geil. Und wenn wir am... Wenn wir bis Ende des Jahres bei mir auf dem YouTube-Kanal noch die 5000 Abonnenten knacken, ich verrate es euch jetzt mal, dann seid ihr die Ersten, die es hört, dann wird es eine Verlosung geben, ein Gewinnspiel mit einem Tipa Darko Jorgic Holz mit Originalunterschrift. Yes. Das wird natürlich, also so wie es im Moment aussieht, wenn jetzt jeden Tag so 20, 30 Abonnenten dazukommen, könnte das klappen bis Weihnachten. Also das wäre schon ganz geil. Weihnachten so 5000 Abonnenten. Schmeckt. Schmeckt gut. Also Jorgic überhaupt gar keine Probleme. Ne? Guckt euch mal an, wie der da über dem Tisch auf die Aufschläge drauf geht. Boah. So, und jetzt Führung 10 zu 5 für... Boah, Freunde, das ist so böse. Tipa ist Geschäftsführung, kommt aus Saarbrücken. Und die sind jetzt im Moment international auch sehr, sehr aktiv. Also sind viel bei Vereinen aktiv, viel bei Spielern. Haben sich jetzt die LeBron-Brüder geholt, unterstützen Josephine Neumann. Und die machen schon wirklich sehr, sehr viel. Und Darko natürlich, das Aushängeschild von Tipa. Hat jetzt auch nochmal seinen Vertrag verlängert. Aber ganz ehrlich, never change your running system. Ne? Wenn du mit dem Holz klarkommst, dein eigenes Holz produziert, dann der K3 auf der Vorhand, der MXP auf der Rückhand. Ja, Samsonov auch. Samsonov ist sogar noch Markenrepräsentant von Tipa. Weil, gerade mal kurz Pause als Erklärung, der Samsonov ist bei Tipa Markenbotschafter. Und hat ja auch sein eigenes Holz rausgebracht, vor ein paar Jahren, glaube ich. Ist, glaube ich, auch noch nicht so lange her. Und bei uns in der Nähe gibt es die Firma Soulspin und die fertigen so spezielle Holzserien für Andro. Und auch die besten Hölzer machen die natürlich für sich selbst. Und die stellen aber auch eine Holzserie für Tipa her. Und habe ich zuletzt mal gesehen, als ich da war, Bilder von
von Samsonov mit der Frau, die da arbeitet. Ja, mit der Sekretärin. Das war ganz cool, mal zu sehen. Ist auch ziemlich geil, mal zu sehen, wie so Hölzer zusammen. Da siehst du dann diese Stoffbahnen, ja, von Carbon, die dann untereinander gereiht sind. Da kannst du dir dann quasi das Carbon abziehen und zurechtschneiden. Wird dann quasi dann zurechtgeschnitten. Und das ist echt cool, das mal zu sehen, wie so Hölzer von Hand gemacht werden, wie viel Arbeit und wie viel Liebe da teilweise drin steckt, ne? Das ist schon, also das Holzbein ist, was Hölzer angeht, schon top. Deutschland. So, und Wang Ja, hat jetzt den Satz 11-3 Wang macht den gewonnen. Sport oder hat lange Zeit Gar den nicht Sport drüber angefangen zu geredet, machen. ne? Ich glaube, um jetzt eine neue Sportart groß zu machen, größere Sender mit Aushängeschildern. Und Tischtennis hat gerade sehr starke Rallye. Dimitri Ovtcharov auf internationaler Bühne. Nichtsdestotrotz. Ja, Boah. habt ihr die Ja, Kombination gefühlt voll gesehen? da. Ja, Ja, Rückhand, nachdem er den letzten Satz einmal in die 3 zu Vorhand, 11 einmal in die verloren hat, Rückhand, jetzt zack Timeout. und bam. Der Ist dann springt mit einfach der zu Rückhand korrekt. richtig da Muss man rein, verstehen, ne? also nur über dem, was KKT einfach gesagt hat. Deutschland die zweitgrößte TT-Nation. Ja, ich würde Japan auf jeden Fall vorne dran setzen. Von der Begeisterung und auch vom Sportlichen her. Von der Begeisterung ist Frankreich auch gar nicht zu unterschätzen. Große Tischtennis-Nation auch tatsächlich. Tatsächlich Reden hat er auch recht, ja. aufgrund vergangener Tage und aufgrund von aktuell wieder erstärkten Nationalmannschaften unter den Top 5 auf jeden Fall. Ob man jetzt zwischen 3 und 5 da irgendwie ein Ranking machen kann, finde ich schwer. China und Japan sind für mich die größten Nationen. Ja, und das war quasi die Aufnahme von dem ersten Spiel. Und ziemlich krass, ne? Wie der Darko Jorgic da so mit der Rückhand. Man sieht ja auch ganz schön in der Kameraaufnahme, wie er mit dem Körper in die Rückhand reingeht. Ne? So richtig schön, macht das Schlägerblatt so richtig zu und dann zack. Einmal auf die andere Seite und danach, wenn er zurückkommt, nochmal härter durchziehen. Das ist schon, ich finde diesen etwas aggressiveren Spielstil von ihm, der sich so in den letzten 2, 3 Jahren etabliert hat, finde ich echt gut. So, dann gucken wir mal in das nächste Spiel rein. Freitag war er auf 1. Franziska gegen Apollonia. Ja, den Wang da mal zu 1 wegmachen ist schon Wahnsinn. Ja, auch wenn der den Satz davor zu 3 gewonnen hat. Fortläuft. So, und Thiago Apollonia hat. Gegen wen hat er gewonnen? Gegen Bene Duda. Hat er in Grünwettersbach gewonnen und er hatte einfach mal den Cristiano Ronaldo nach dem Spiel gemacht. Aber ist meiner Meinung nach auch von der Statur, von der Größe, von der Athletik. Oh, der Klar ist ist wichtig, der Cristiano Fessi, der Ronaldo die noch mal ein Franziska bisschen haben. athletischer, aber die sehen sich. Also, Thiago Apollonia ist auch schon ein Hübscher. Ja. Da habe ich schon andere Tischtennisspieler gesehen. Boah. Idee war nett. Also ihr könnt euch auch mal das Video von Table Das Tennis ist der zweite. Dan angucken und Patrick Franziska. Da sieht man erstmal, wenn der die Rückhand spielt, wie viel Power da drin ist. Ja, ich finde die zwei, die fand ich aber damals schon, vor 7 oder 8 Jahren, fand ich schon immer, dass die Oh zwei. ja! Wow. Oh ja! Leute, was war das denn? Das ist definitiv ein Highlight-würdiger Jo, Ball. bam. Einmal schön kurz bevor den Ball getroffen hat, nochmal das Handgelenk abgeklappt und parallel Das ist ein durchgezogen. einfacher Fehler. Die Beläge wechseln. Den Schläger wechseln, wenn sich der Belag löst. Da gab es ja am Freitag eine ganz, ganz kontroverse Tippe. Anschlägt. Einfach liegen geblieben ist. Dadurch wurde der Trick nötig. Ohne Rückhand ist es dann auch schwer. Und ist halt die Frage, ab welchem Grad ist ein Schläger noch bespielbar? Also ich kann euch sagen, ich habe das Spielholz von Maciej Kubik am Freitag gesehen, nachdem er die Wir Beläge freuen uns, runtergemacht hat. wir sehen und hören uns Freunde. oder schreiben uns bestimmt noch. Freunde. Das Holz von dem Magic Kubik, ne?
Also, wir als Kreisliga, also ich, ich rede mal von mir. Ja, als bekloppter Tischtennis-Kreisliga-Spieler. Sobald bei, sobald, oder gehen wir mal von so eBay-Käufen mal aus, ne? Wenn dann schon da steht, leichte Kratzer, leichte Kante, ja, oben links, unten rechts, bababa, am Griff vielleicht. So, da ist man schon. Oh, nee, ich weiß nicht, besser nicht. Ne? Nachher verändert das noch die Spieleigenschaft. Und dann denke ich die ganze Zeit im Spiel daran, dass da eine Kante am Schläger ist. Und dann muss ich da die ganze Zeit dran denken. Und nachher verliere ich noch das Spiel. Ja, wie bescheuert Tischtennisspieler einfach sind. Ne? So, und der Kubik, der zeigt mir seinen Schläger. Gucke ich da drauf, gucke auf die Beläge. Der so, ja, er wird von Nitaku, wird er gesponsert, ja, und kriegt quasi die Beläge und hat die alten Beläge abgemacht. Die waren auch schon, also der macht jetzt nicht bei jedem Spiel neue drauf, alte ab. Ne? Die waren jetzt schon was länger drauf, vielleicht 2 oder 3 Wochen, aber der hat ja auch einen hohen Trainingsaufwand. So, und da hat er die Beläge abgemacht und dann hat man oben am Holz gesehen, dass das Furnier abbröckelt. Habe ich zu dem gesagt, Magic, New Blade. Er so, no, New Blade. It's good, it's okay. It's okay, I can play with it. Und ich denke mir so, boah. herrlich. Einfach nur herrlich sowas. Ja, und wir in den unteren Ligen, wir machen uns kopfmäßig so kaputt über das Material, was wir spielen. Ja, das war aber ein ziemlich kurzes Match. Klassisch, dann Zack. hinten raus mit der Rückhand. Auch wieder mit dem ganzen Körper rein, ne? Also jetzt nicht so extrem krass. Der Darko Jogic spielt halt mehr mit dem Körper rein, ja? Nimmt so sein Körpergewicht mit nach vorne. Und der Patrick Franziska, der nimmt den Oberkörper mit und nimmt extrem viel Unterarm und Handgelenk nach vorne. Ja, also das ist schon. Das ist halt von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Man muss immer austesten, wo man den besseren Balltreffpunkt für sich findet. Ob jetzt mit Unterarm und Handgelenk oder aus der Schulter zu spielen. Ja, muss man halt alles mal austesten. Das war gerade Kreisklasse. Ja. Also, ich glaube, ich rufe den Apollonia nächste Woche mal an. Bei uns in der zweiten Mannschaft können wir auf jeden Fall noch einen guten Mann gebrauchen. Du Dummschwätzer, Timo. Wir gehen in das nächste Spiel. Cedric Newtick gegen Ricardo Walter. Ah, guck mal. Bei den Kommentatoren sitzt auch Polanski. Thomas Polanski. Boah. Ricardo Walter aktuell in einer nicht ganz so guten TTWL-Form. Aber hat noch immer unglaublich gutes Ballgefühl. Mich gerade ein bisschen. Das Holz, was der Ricardo Walter da spielt, ist aber kein Timo Boll ALC mehr. Oh, schöner Ballwechsel. Ich sehe das ja. Ich schneide jeden Tag 4 bis 5 Spiele. Also, ich habe mittlerweile ein Auge dafür, würde ich mal behaupten. Also, ich kann mir auch, gib mir einen Schläger in die Hand, ja, einspielen, ganz normal, kontern, Topspin, Rückhand wie Vorhand, ist gar kein Problem. Und dann sage ich dir, ob das Ding schnell ist oder langsam oder alles Mögliche. Also ich habe zuletzt mal von einem Kumpel aus einem anderen Verein, der hatte jahrelang, der will jetzt wieder mehr spielen und hat sich dann bei Butterfly ein Holz ein Primorad Japan geholt. Nagelneu und beidseitig Tenergy 05. So. Hat aber nicht trainiert. Und kann aber, wenn er trainiert, sehr, sehr gut spielen. Ich wundere mich gerade, warum ist das ein Fünfsatzspiel und das Spiel geht nur 4 Minuten?
Haben sie da so ein Highlight-Ding draus gemacht oder was? Ich bin gerade ein bisschen davon gebannt, wie es da steht. 8-7 Walter. Boah. Boah, schön. Super. Super geil. Auf den Aufschlag, ne? So drauf zu gehen. Ja. Wahnsinn. Really great match, I think. Wenn man jetzt mal die drei Matches so zusammenfasst, die Leistung, die da gebracht haben, das war schon insgesamt sehr, sehr stark, ne?